Hey YouTube, mein Name ist Jasok303 und heute gehen wir wieder mal in die Modschule. Und zwar geht's um die Glaive oder ein kleines Bild dazu mit ein wenig mehr Schaden, wenn ihr denn ein Titan seid. Also, wir hätten die Synthosaps. Die Mods sind erstmal egal, wir gehen gleich drauf ein. Wir gehen nur zum Urteil von Gelgoras. Und wichtig dabei ist, wir haben einen Perk nah am Nahkampf und Demolitionist, naja, kann man nehmen, aber hier geht es erstmal darum. Also, die Synthosaps für 200% mehr Nahkampfschaden, Glaive als Nahkampfwaffe. Wir haben keinen gestackten Buff, also Quelle der Macht, okay. Würde dann passen mit Solar, ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und passive Akrise, sehr schön. Aggressive Abwehr wäre dann, ja, als Defense Buff. Kann man so nehmen. Weil man bekommt ja nur weniger Schaden. Also gehen wir mal rein. Was bedeutet das eigentlich und wie funktioniert das Perk? Denn viele machen den Fehler, haben das ausgerüstet und wissen gar nicht, wie man es aktiviert. Weil man denkt standardmäßig, ach, das ist schon drauf. Also ich kann es mal zeigen. Guckt links. Wir haben keinen Buff. Links, wir haben keinen Buff. Also wie aktiviere ich eigentlich das Perk dazu? Also folgendermaßen. Man hält so ein bisschen auch mit Schild und jetzt sieht man nah am Nahkampf. Wenn ich jetzt aber immer weitermache, und das ist das Coole an dem Bild, habe ich permanent die 9 Sekunden Megaschaden drauf. Nur durch das eine Perk auf dieser Glaive. Kann man nicht überall benutzen, aber es gibt noch was ganz Lustiges und das zeige ich gleich mal, wenn ich hier an dem Lost Sector durch bin. Wenn wir beim Boss sind, mache ich einen Debuff drauf, noch mit der Traktorkanone. Und der Witz dabei ist, nah am Nahkampf kannst du auf dem statischen, also ich nenne es jetzt mal statisches Objekt, wie der Boss, der geht ja nicht mit einem Schlag down, zumindest heute nicht, kann ich das ja ewig so weitermachen. Also die nah am Nahkampf Perk-Situation mit den 9 Sekunden wird quasi ewig verlängert, um es mal so zu sagen. Also zum Beispiel wie hier, ich demonstriere das mal. Und dann gehen wir nochmal in das Bild, was man da ein bisschen optimieren kann. Wer gerne mit der Glaive spielt, würden jetzt fast alle sagen, ach naja, komm, ich habe ja den Titanhammer, was ich auch schon gezeigt habe. Natürlich ist das besser an irgendeiner Stelle, aber für Bosskämpfe kannst du mit dem Hammer nicht viel ausrichten. Dafür ist die Glaive an mancher Stelle gar nicht so schlecht. Also wir sehen ja, wir haben den Buff immer noch. Gehen hier durch und pass mal auf jetzt, ich hole mir einfach mal ein paar Ads hier. Der Boss kriegt jetzt einen Debuff von mir. Ah, wir müssen uns vorher noch einen Add holen. Moment. So, Buff geholt. Man sieht es links. Debuff drauf. Und jetzt zack, zack. Das sind so im Schnitt 44.000 bis ja, 45.000 je nach Situation. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, ist das ein Fehler? Ist das ein Bug? Oder wie gesagt, ich erkläre es gleich. Ich mache die hier mal weg. Also nochmal hier. Mit Schild, also ich brauche einen Hüftschuss, weil ich muss es aktivieren, also das Perk auf der Glaive muss erst aktiviert werden. Aber wenn ich es habe und ich bin hier wirklich im Getümmel irgendwo, habe ich immer die 9 Sekunden drauf. Und das auch für immer, das ist kein Witz. Ich zeige das eben mal bei Savathun und dann gehen wir mal in das Bild rein. Savathun kommt gleich. Ich habe Nahkampfquellenschöpfer, ist ja klar. Raketenwerfer, weil ich sonst Raketen benutze. Ich habe Überladen drin, damit ich mehr Stapel aufgeladen durch, ja, durch das Licht. Also Elementarladung, Synergie hierauf. Hochenergetisches Feuer, wenn ich aufgeladen bin, mache ich mehr Schaden. Verbraucht natürlich immer einen Stapel und Quelle der Macht, wie gesagt, für ein paar Sekunden Solarschaden. Kann man aber variieren, wie gesagt, ist kein aktiver Buff drauf, aber gucken wir uns das mal in der Praxis an und dann blende ich mal rüber zu Savathun. So, angekommen in der Haltung, gehen wir mal zur Kollegin Savathun und dann werden wir einfach mal gucken, wie wir das hinkriegen. Wie gesagt, ich nutze noch die Heilgranate, ich habe keine Wiederherstellung hier drauf. Ja, also man sieht es, hier habe ich den Buff geholt, die Buff drauf, ich nehme mal kurz die Heilgranate und jetzt mache ich ohne Ende weiter. Das ist Savathun nur mit der Glaive und dem einen Perk. Ist das schon ein bisschen Wahnsinn, oder? Also gehen wir in den Charakter nochmal am Ende rein.
Als kleine Wiederholung, ihr wisst ja, wie das ist. Wichtig dabei, die Kleber muss das Perk haben nahe am Nahkampf, sonst funktioniert das nicht. Dann die Boss-Spezifikation als Mod drauf. Ja, im günstigsten Fall. Und wie gesagt, die spielen hier nicht so die Rolle. Es geht wirklich nur darum, dass man mehr Schaden macht. Mehr Schaden macht man zum Beispiel mit hochenergetischem Feuer. Das ist jetzt mal unabhängig von der Kleve. Das funktioniert auf alle Waffen an sich. Und jeder besiegte Kämpfer verbraucht einen Stapel. Wie gesagt, darum stacke ich die Stapel. Ich wechsle das manchmal. Aber da können wir ja später nochmal drüber reden, was das überhaupt alles bewirkt. Wichtig dabei ist, wenn man im Getümmel ist, lohnt sich diese Mod mit passiv-aggressiver Abwehr. Ich habe es vorhin schon mal gezeigt. Reduziert den Schaden, den der Kämpfer in deiner Nähe zufügen, während du eine Kleve führst. Und da wir die fast die ganze Zeit führen, mit der Traktorkanone, was bedeutet eigentlich immer Debuff? Wenn ich die rausschieße, also es gibt mehrere Debuffs in dem Game, aber merkt euch in dem Fall erstmal die Traktorkanone und dann glänzt er so ein bisschen in lila Farben. Dann habe ich einen sogenannten Debuff ausgelöst auf dem Boss. Ja, das heißt, ich mache für die Sekunden, ich glaube 10 in dem Fall, 35% mehr Schaden. Egal mit was. Das ist unabhängig von der Kleve. Und wichtig dabei ist bei dem Perk, was ich meine, aus der Hüfte aktiviert, ihr habt es ja gesehen, am besten das Schild noch mithalten, damit ihr keinen Damage kriegt, auslösen und dann haltet ihr die 9 Sekunden für die ganze Zeit. Also, ich hoffe, euch hat es ein bisschen geholfen und ich werde mir heute wahrscheinlich zum Reset die Kleve mal ein bisschen craften und vielleicht mache ich noch ein zweites Video davon. Also YouTube, vielen Dank für den ganzen Support und bis demnächst. JSOC 303 ist raus. Macht's gut, Freunde!